Jo Leute, was geht? Freunde, heute pranken wir mal 6 Freunde in GTA 5. Und zwar werden wir Leute 6 Hauptcharaktere und Nebencharaktere im GTA-Universum, in GTA 5 pranken, Leute. Und zwar auf verschiedenste Art und Weise. Der erste, den wir einen Prank, Leute, verpassen wollen, ist natürlich der liebe Simeon. Wir haben ja früher für Simeon gearbeitet. Aber Leute, heute gibt es die Rache, Freunde. Wir werden uns heute mal an Simeon rächen. Und zwar gibt es tatsächlich so eine Art Problem, das Simeon hat. Und zwar, er hasst gelbe Autos. Ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es an dieser Story-Mission mit Jimmy, Leute, weil ihm ein gelbes Auto verkauft hat und seitdem sich nur noch daran erinnern kann, dass er von Michael verboxt wurde. Aber Leute, wir werden alle diese Autos erstmal gelb lackieren und dann werden wir einen kleinen Twist machen, Leute. Dann werden wir den Boden für ihn super rutschig machen, dass er einfach ausrutscht, Leute. Und ich glaube, das wird schon mal ein sehr, sehr guter erster Prank sein. Okay, Leute, ich würde sagen, Freunde, lasst mal einen Daumen nach oben da, damit wir all diese Fahrzeuge jetzt in gelb lackieren. In 3, 2, 1 und let's go, Leute. Wir haben diese Fahrzeuge jetzt alle in gelb, am besten in matt gelb lackiert. Das ist die schlimmste Farbe, die Simeon findet. Also er hasst die Farbe. Ich persönlich finde sie ganz okay. Aber wir haben, Leute, jetzt diese Fahrzeuge alle gelb lackiert. Und jetzt, pass auf, Leute. Wir haben nämlich hier, Leute, so eine Art Kanister. Keine Sorge, das ist kein Benzinkanister oder so etwas. Aber wir haben hier, Leute, das gesamte Zeug. Und das können wir hier mal um die gesamten Fahrzeuge herum packen. Und dann, wenn Simeon gleich ankommt, der soll jeden Moment da sein, wird er richtig aufs Maul fliegen. Das sage ich euch. So, hier noch ein bisschen was. Und hier noch ein bisschen was. Dass bloß alles rutschig sein wird. Boah, Simeon wird keine Lust haben, das aufzuräumen. Aber das hat er sich einfach nach den ganzen, nach dem, was er uns alles angetan hat, verdient. Okay, Leute, ich glaube, er kommt. Ich glaube, er kommt, Freunde. Wir verstecken uns mal hier hinten. Hier um die Ecke. Und jetzt gucken wir mal, Leute, wie Simeon, wie Simeon so reagieren wird. Okay, da kommt der, Freunde. Da kommt der. Simeon ist da. Oh mein Gott. Bin mal gespannt, wie er auf diese Autos reagiert. Oh, Simeon regt sich schon mal ordentlich auf. Er fragt sich, hey, was ist hier los? Was ist hier los? Yo! Leute, seht mal, wie er rutscht. Er rutscht extrem aus. Er kommt nicht mehr vom Fleck. Oh mein Gott. Oh, Junge, ich glaube, gleich fällt er runter. Und, oh! Oh, Leute, er liegt gerade. Er liegt. Oh, boy. Okay, sollen wir uns aufdecken? Komm, wir sagen, dass wir das waren. Na, Simeon, alles in Ordnung bei dir? Oh, hast dich wohl hingelegt? Ja, das war alles ein Prank, Simeon. Ein Prank war das. Keine Sorge, ich räume das alles morgen auf. Aber heute ist ein echt guter Tag. Okay, Leute. Und diesen und insgesamt 6 Freunde werden wir in GTA 5 pranken. Deswegen, Leute, wenn ihr auf jeden Fall eine weitere Episode haben wollt, dann abonniert kurz den Kanal. Dann verpasst ihr kein weiteres Video, wenn vor allem auch Part 2 droppt. So, als nächstes werden wir einmal Chop pranken. Leute, den Hund von Franklin. Auch er muss ab und zu mal geprankt werden, aber ja, so, Chop. Warte mal. Oh, ist das ein Prank an... Wow, mein Spiel ist gecrashed. Guter Prank, Leute. Ah, nee, das Spiel ist halt wirklich gecrashed. Oh. Okay, zweites Mal Chop. Wow, okay, Leute, habt ihr gerade gesehen? Das war gerade vorher Rocky, aber jetzt ist es Chop. Leute, Chop, der Prank wird folgendermaßen sein. Ich werde Chop versuchen, eine Überraschung zu machen. Ich werde ihm sagen, er soll die tollste Überraschung der Welt bekommen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, um herauszufinden, was für eine Überraschung Chop bekommt. Ich habe eine Mystery Box für dich, Chop. Komm mal mit, komm mit. Wir holen diese Mystery Box ab, okay? Dann öffnen wir sie dort. Los, Chop, komm rein. Die Mystery Box wartet nicht lange auf dich, ja? Die Mystery Box, ja, da ist er. Und zwar ist diese Mystery Box die direkt hier über diesem Hügel, Chop, weißt du? So, Chop, da ist die Box. Wundert euch nicht, warum da noch das Zombie-Logo ist, Leute. Das war noch von der Zombie-Mystery-Box-Öffnen-Episode. Aber, Chop, sollen wir die öffnen? Ich bin so gespannt auf deine Reaktion, was es sein wird. Okay, Leute, seid ihr ready? In der Box wird es sein. Wir öffnen die jetzt in 3, 2, 1. Oh, Chop. Leider keine Belohnung für dich. Oh. Habt ihr erwartet, es wäre was in der Box drin gewesen? Chop, tut mir leid. Wirklich. Okay, komm, ich mach's wieder gut. Komm, wir spielen Ballfang. Komm. Wir spielen Fang den Ball. Also, Chop, fang den Ball. Fang den Ball. Oh mein Gott, das war die Granate. Nein. Okay, Chop, Leute, wir sehen uns dann morgen, wenn Chop wieder in Ordnung ist. Okay, Prank ging ein bisschen schief, würde ich sagen, Leute. Naja, also wir haben jetzt auf jeden Fall Chop bis ins Krankenhaus befördert. Naja. Ja, kann ja passieren, Leute, dass ab und zu mal der ein oder andere Prank ein bisschen schief läuft. Aber gut, wir gehen jetzt direkt zur nächsten Person und Freunde, ich sag's euch, dieser Prank, der ist ganz anderes Niveau. Also Leute, so ein Prank, der ist sehr, sehr, sehr geil. Ich bin heute Abend jetzt hier bei Michael zu Gast und wir werden jetzt heimlich in das Haus reingehen. Freunde, es ist mittlerweile schon ziemlich spät geworden. Wir haben 23.48 Uhr und Michael hat sich jetzt schlafen gelegt. Er hat einen Wecker gestellt und der Prank wird folgendermaßen sein, Leute. In diesem Van befindet sich Zeug, das ich aus dem Bauernhof von Sandy Shores aufgesammelt habe, von Tieren. Die haben das dort hinterlassen und ich glaube, ihr könnt euch denken, was es sein wird. Deswegen, wir werden dieses Zeug in Michaels Zimmer reinbringen, den Wecker stellen, dass er gleich aufwacht und dann auf seine Reaktion bin ich sehr gespannt. Okay, dann würde ich sagen, oh, Vorsicht, Leute, wir müssen hier ganz vorsichtig reingehen. Ah, so, die ganze Familie sitzt
dort. Und ich glaube, Michael, der schläft dort. So, okay, Michael, bist du da? Oh, Leute, er ist da. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir legen das ganze Zeug hier jetzt drauf und stellen den Wecker mal um. Vorsicht, Michael, nicht wach werden. Schläft er auch wirklich, Leute? Oh ja, er schläft wirklich, ihr seht's. Okay. So, dann stellen wir mal den Wecker um. Also, so, der soll gleich klingeln. Und jetzt legen wir das ganze Zeug hier hin, Freunde. Oh, boy. Eine Ewigkeit später. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das an, wie viel ich hinterlassen habe. Und ich habe extra als Souvenir noch eins hier aufs Bett gelegt, damit ich so tue, als wäre das Michael gewesen. Okay, so Leute, wir schleichen uns raus und dann... Oh, oh, Vorsicht, die darf mich nicht sehen. Oh nein, 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 nein. Der Prank darf nicht schief gehen, Leute. Nicht wie der Job-Prank, der darf nicht schief gehen. Okay, so, dann warten wir einfach ab, Leute, bis der Wecker klingelt und wir hören mal. Oh, der Wecker klingelt, Leute, der Wecker klingelt. Oh mein Gott, was ist die Reaktion? Yo! Oh mein Gott! Er schreit komplett rum. Oh, oh mein Gott. Okay, Leute, wir lösen das auf. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott. Oh, Michael, ich war das. Ich war das. Okay, Leute, er läuft ganz... Ich glaube, er muss auf Toilette. Okay, sagt mir mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie fandet ihr den Michael-Prank? Schreibt's mal in die Kommentare rein. Oh, Leute, heute so richtig in Prank-Laune bin ich. Ich sag's euch, Freunde. Wie gesagt, wenn ihr eine weitere Folge haben wollt, schreibt mal in die Kommentare, ihr wollt Part 2 haben. Part 2 in die Kommentare schreiben. Okay, Leute, wir machen uns jetzt auf den Weg zum nächsten Kandidaten, der geprankt werden wird. Und by the way, Leute, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran und abonniert den Kanal, weil sonst pranke ich euch, Leute. Und ich weiß nicht, ob ihr mich pranken wollt. Leute, wir sind jetzt bei Trevor angekommen. Und zwar wird Trevor dort drin sein und wahrscheinlich schläft er auch. Aber wovor hat Trevor am meisten Angst? Ganz einfach, Leute, vor Clowns. Ihr alle wisst es, er hat Angst vor Clowns bis zum geht nicht mehr. Deswegen, denke ich mir, machen wir mal eine kleine Party bei ihm, oder? Genau, wir gehen jetzt bei Trevor in diese Wohnung rein. Und dann als Clowns werdet ihr dort jetzt eine fette Party machen. Oh boy, Leute, ich glaube, Trevor wird so einen Anfall bekommen. Aber wer weiß, vielleicht wird dieser Prank ja auch schief gehen, aber ich glaube nicht, Leute. Komm, rein, rein, rein da, rein da, rein da. Oh, der ist da. Leute, er schläft. Okay, jetzt raus, 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 raus. Oh mein Gott. Trevor? Lol. Oh mein Gott, Trevor, was machst du da hinten? Ich wollte dich nur pranken. Du musst ihn... Leute, er macht die Clowns fertig. Oh mein Gott. Okay, Leute, das habe ich mir anders vorgestellt. Okay. Oh nein, jetzt die Polizei mittlerweile angekommen. Oh nein, 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 nein. Leute, der Prank eskaliert. Der Prank eskaliert. Nein. Was machen Sie, Officer? Officer, das ist nur ein Missverständnis. Das sollte nur eine Party sein. Das sollte nur ein Prank sein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, Leute, was passiert hier gerade? Ich wollte nur einen kleinen Prank machen. Okay, Sie sind übrigens entlassen. Sie können ruhig gehen. Oh mein Gott, Leute, ich gehe. Okay, der Prank ist eindeutig schiefgelaufen. Der ist eindeutig schiefgelaufen. Wir gehen jetzt wieder zu unserem Auto. So, Leute, ich würde sagen, wir fahren jetzt auf jeden Fall zum nächsten Opfer. Und das wird unsere Tante Denise sein. Deswegen machen wir uns mal sofort auf dem Weg. Leute, like kurz das Video, damit ID-Zock geprankt wird. In 5, 4, 3, 2, 1. Eins. Oh! Oh mein... Wart ihr das? Ey, habt ihr mich gerade geprankt? Okay, Leute, guter Prank, gute Sache. Ich muss euch sagen, gut, sehr, sehr gut. Okay, das wird mich aber nicht davon abhalten, Denise zu pranken. Oh, der Arme, den hat's auch noch mit erwischt. Leute... Okay, puh, der hat mich überrascht, der hat mich überrascht, Leute. Props an euch, wirklich Props an euch, Leute. Okay, als nächstes werden wir Folgendes machen, Leute. Wir gehen zurück zu Denise, werden ihr sagen, also wir werden jetzt so tun, Leute, als wären wir obdachlos, als hätten wir kein Geld mehr und wünschen uns, dass wir bei Denise schlafen. Aber wir werden die Situation ausnutzen, Leute, um ein riesiges Feuerwerk in ihrer Wohnung zu verursachen. Denise, ich habe ein Problem, ich habe gar kein Geld mehr, ich weiß nicht, wo ich schlafen soll. Kannst du mir vielleicht bitte nur eine Nacht, darf ich hier nur eine Nacht übernachten? Bitte. Okay, wenn es sein muss. Okay, danke schön, Denise. Sehr freundlich. Okay, wow. Seit wann steht diese Cola hier? Die ist ja übelst groß. Ah, nee, das ist eine Lampe. Nee, doch nicht. Oh, okay, dann legen wir uns mal hin, Leute. So, und wir warten mal, bis sie schlafen geht. Und dann werden wir ein riesiges Feuerwerk in ihrem Haus zünden. So, jetzt gucken wir mal, Leute. Ist sie noch da? Ich glaube, sie schläft mittlerweile. Okay, sie ist nicht auf der Couch. Das heißt, sie ist im Schlafzimmer wahrscheinlich. Okay, hier in dem Zimmer vermutlich. Okay, Leute. So, wir werden jetzt dieses Feuerwerk hier platzieren. Und dann wird es absolut abgehen, sage ich euch. Okay, Leute. Meint ihr, das ist genug? Ich würde sagen, das ist vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Aber naja, wir zünden das jetzt. Und dann gehen wir raus. So, wir zünden es. 3, 2, 1 und raus, 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 Franklin, raus, raus, raus. Oh mein Gott. Yo. Leute, das gesamte Haus. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Denise.
Es ist ein Prank. Und er denkt sich auch so mit dem Kaffee, Bruder, was ist das für ein Feuerwerk? Leute, ich glaube, jetzt wird sie die ganze Nacht nicht mehr schlafen können. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Wow. Guckt euch das an, wie schön das aussieht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön ist, aber wow. Das ist echt das schönste Feuerwerk, das ich jemals in GTA 5 gesehen habe. Und Denise sieht davon gar nichts, weil sie im Inneren des Hauses ist. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, wow, das Feuerwerk hört doch nicht mehr auf. Es ist so viel, Leute. Es hört einfach nicht auf. Naja, Freunde. Was ist euer Lieblingsprank bisher? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt haben wir noch allerdings ein paar. Okay, als nächstes, Leute, werden wir unseren armen Freund Lester pranken. Wir wissen ja, dass er so ein kleines gesundheitliches Problem hat. Und wir wollen ihn so ein bisschen unter die Arme greifen, indem wir ihm ein bisschen Geld schenken, Leute. Und zwar werden wir Folgendes tun, Leute. Wir rufen jetzt gleich Lester an und wir haben hier einen Haufen Geld gelegt, Leute. So eine Art Geldspur. Immer wieder 1-Dollar-Scheine und das sind tatsächlich echte Dollarscheine, weil wir wollen Lester wirklich so ein bisschen was Gutes tun. Und die führen dann hier da entlang, bis sie dann Leute in diesen Van mit diesem riesigen Batzen Geld führen. Aber er wird nicht einfach so das Geld sich nehmen können. Nein, nein, nein. Wir werden gleich einsteigen, dann machen wir die Klappe zu und dann beginnt der Spaß. Okay, dann klingeln wir einfach mal. So. Okay, so. Let's go, Leute. Let's go. Wir gehen ins Auto rein und dann warten wir, bis Lester kommt. Okay, das wird interessant werden, sage ich euch. Das wird richtig interessant. Oh, wer ist das? Oh, Leute, wir sehen das Ganze jetzt aus Lesters Perspektive. Oh, Lester? Muss jetzt nicht so ultra paranoid sein. Okay. Oh, der sieht das Geld, Leute. Oh, er nimmt es, glaube ich, mit. Er nimmt es mit. Ja, Mann. Lester, komm schon. Immer näher, Leute. Das sieht doch gut aus. Oh, Leute, ich hoffe mal, dass er reingeht. Okay. Oh, Lester. Ich hoffe, der ist nicht so schlau, dass er das merkt. Steht er immer noch davor? Oh, ich glaube, der ist reingegangen. Und zu die Klappe. Und jetzt fahren wir, Leute. Oh mein Gott. Leute, wir haben Lester mitgenommen. Lester, du bist ein bisschen gierig geworden, mein Freund. Aber du kannst ruhig das Geld behalten. Aber ich muss eine Sache machen. Du musst diesen Prank überleben, okay, Lester? Ich werde dich nämlich jetzt den Mount Chiliad runterstoßen. Und wenn er das hier übersteht, dann kann er das Geld sehr, sehr gerne behalten. Okay, Lester. Und tschüss, Lester. Wow. Oh, boy. Ich weiß nicht, ob er das übersteht. Ei, Leute. Oh, mein Gott. Oh, Junge, das Ding geht weg. Und er ist weg, Leute. Der Van verschwindet. Den ganzen Mount Chiliad. Oh, Mann. Ich weiß nicht, ob er da unten... Er kommt unten an, oder? Leute, kommt er da unten an? Wir gucken uns das jetzt mal mit dem Handy an. Ist der Van da irgendwo? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, Leute. Ich glaube, wenn Lester das überstanden hat, dann werden wir ihn in den nächsten Videos sehen, Leute. Und Leute, wir gehen jetzt zur letzten Location, zum letzten Prank des heutigen Videos. Und zwar soll das Ganze in diesem Haus, dieser Prank, stattfinden. Ich würde sagen, wir gehen dort hinein, Leute, und gucken mal, wer dort ist. So, gucken wir mal noch, ob da jemand ist, Leute. Gucken mal. Vielleicht ist er eben in der Garage drin, oder auch nicht. Naja, okay. Dann gucken wir mal im Garten, Leute. So, ist da jemand? Da müsste vielleicht jemand sein, Leute, den man pranken könnte, oder? Ich sehe da niemanden. Okay, das kann ja nur eins bedeuten. Leute, ich habe euch geprankt. Das ist gar kein Prank mehr. Also wir haben nur 6 Pranks gehabt in diesem Video. Aber Leute, seid nicht traurig. Falls ihr den 7. Prank haben wollt, dann liked auf jeden Fall dieses Video und schreibt in die Kommentare gerne Part 2 rein, dass ihr eine weitere Folge haben wollt. Und dann können wir vielleicht auch mal die Feinde von Franklin pranken. Wie wär's damit, Leute? Auf jeden Fall würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein von und ciao.